Hallo Leute, heute wechseln wir das Getriebethermostat von dem Automatikgetriebe. Das ist ein 535 Dieselbaujahr 2006. Problem ist, dass das Fahrzeug nicht warm wird. Ich habe die anderen Thermostate überprüft. Insgesamt gibt es drei Thermostate bei diesem Fahrzeug. Einmal das Abgasrückführungsthermostat, also das AGR-Thermostat. Dann einmal das Hauptthermostat, das ist das, was an der Wasserpumpe quasi oder in Nähe der Wasserpumpe dran ist, und einmal ein Thermostat, was dafür da ist, um das Öl vom Automatikgetriebe zu kühlen. Und das ist in diesem Wärmetauscher mit verbaut. Wir haben die anderen beiden überprüft. Vom Vorbesitzer wurden die schon gewechselt. Habe es trotzdem überprüft, ob die nicht doch irgendwie defekt sind. Wie das geht, habe ich schon mal in meinen Videos gezeigt, hier mit Abklemmen. Und letztendlich haben wir dann festgestellt, dass das dritte Thermostat hier kaputt ist. Denkt dran, ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe hat dieses Thermostat nicht. Das ist ein Wärmetauscher. So sieht das Teil aus. Ich habe jetzt so eins besorgt, ob ihr da diesen Hersteller nimmt oder einen anderen, ist glaube ich egal. Wobei das hier sieht ziemlich nach Original aus. Ich denke mal hier die BMW-Nummern und Kennzeichen wurden einfach hier weggeschliffen. Wir werden das mal bei dem Thermostat, das wir ausbauen, beziehungsweise bei dem Wärmetauscher, den wir ausbauen, mal vergleichen. Wichtig in diesem Video, das ist jetzt keine Anleitung, wie ihr es machen müsst oder so, sondern einfach, wie ich es selber jetzt bei diesem Fahrzeug mache. So, als erstes mache ich unten die Verkleidung ab. Und dann kann man den Wärmetauscher schon sehen. In Fahrtrichtung gesehen, Fahrer, Beifahrerseite. Auf der Fahrerseite, hier befindet sich das Teil. Den müssen wir ausbauen. Den hier und ein neues dann wieder einbauen. Ja, ein bisschen Öl hier. Gucken wir mal. So, damit ihr das Prinzip versteht, das Teil ist ja quasi so eingebaut. Nee, so im Fahrzeug. Es gibt einmal den. So, jetzt habe ich es richtig. Ja, also Fahrerseite, Beifahrerseite. Es gibt einmal den Zu- und den Ablauf fürs Wasser. Das sind die beiden hier, die gelb markiert sind. Und die mit den blauen Pinöppels, das ist das Öl, was hier reinfließt vom Getriebeöl und dann wieder rausgeht. Da ich keine Lust habe, das ganze Wasser abzulassen, werde ich das abklemmen. Einmal den einen Schlauch und den anderen, der da hochführt. Ja, also den hier abgeklemmt und der hier von der Seite. Danach die Schlauchschellen abnehmen. Also hier diesen Bügel müsst ihr runter ziehen. So, diese Bügel weiter runterziehen, nicht komplett abmachen, das reicht, wenn ihr die einfach nur runtergezogen habt. Dann sind die lose und dann müsst ihr die Schläuche abziehen. Wenn die Schläuche so ein bisschen, naja, nicht sofort abgehen, ist es normal, die sind da halt so ein bisschen festgebappt, müsst ihr mal ein bisschen hin und her bewegen und dann sollte es gehen, vielleicht ein bisschen hin und her drehen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob die sich überhaupt drehen lassen, aber auf jeden Fall durch hin und her wackeln sollen die nach und nach abgehen. Wenn ihr die lose habt, sieht das dann halt so aus. Wenn es fertig ist, dann sieht das halt so aus. Ne? Der Schlauch ist ab. Der andere hier, der ist auch ab. Denkt dran, so ein bisschen kommt da trotzdem raus. Ne? So irgendwas da drunter legen, sonst habt ihr die Schweinerei hier. Danach die drei Schrauben lösen. Das sind 10er Schlüsselweite. Nur die meine ich jetzt. Einen Moment. Also nur die hier. Nicht die, sondern nur die. Ich zeige euch das mal an dem neuen Teil.
weil das alleine, ich filme alleine und das ist halt ein bisschen schwierig zu zeigen. Also hier ist eine 10er Schlüsselweite und hier oben die 2. Da drüber sitzt ja der Drehschirmgenerator. Ihr müsst also von unten quasi das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, erfühlen und ja, so rumgehen, gucken, wo die ist und die dann von da auch lösen. Ja? Mit einer vernünftigen Verlängerung sollte das klappen. Ich habe mich vertan. Ich meinte eine 10er Schlüsselweite oben und 2, das ist ja die eine voller Öl, die hier und die, die müssen gelöst werden. Also die eine, die müsst ihr erfühlen. Orientiert euch da am besten an dem neuen Bauteil, dann wisst ihr, wo ihr den Schlüssel ansetzen müsst, um ja, die zu bekommen. Die anderen werden sich ja auch gar nicht drehen lassen mit der 10er Schlüsselweite. So, die 3 Schrauben sind raus und jetzt löse ich von oben am besten die Schraube, die für den Zugang des Getriebeöls zuständig ist. Ist auch eine 10er Schlüsselweite. Ich versuche sie euch mal zu zeigen. Genau. Also da. Diese eine, die ihr in der Mitte seht, die sich teilweise so ein bisschen hinter den Unterdruckschlauch versteckt. Die hier, die müsst ihr lösen und ich würde sagen, die könnt ihr am besten von oben lösen. Ist ein bisschen einfacher hier ranzukommen. Ich habe jetzt eine Schraube von dem Wärmetauscher unten wieder dran gemacht, damit es einfach fester ist, wenn ich ja, diese eine kleine Schraube da löse. Und wenn ihr da mit einem Maulschlüssel am Rumhantieren seid, also hier sowas, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr hier nicht mit dem Plus irgendwo drankommt. Ansonsten könnt ihr hier mit einem 13er Schlüsselweite das Ganze stromlos machen und dann sollte es auch nicht passieren. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich da vorsichtig bin und wenn euch das passiert, dann habt ihr eventuell einen Kurzschluss verursacht. Also macht gegebenenfalls das Plus vom Motor ab. Also das ist diese eine Schraube, die man da sieht. An dem neuen Teil könnt ihr das gut erkennen, das ist die hier reinkommt. Die Schrauben sind alle recht locker drauf, also sie sind nicht jetzt irgendwie super mega fest. Denkt dran, dass ihr die auch nicht so fest pappt, als würde es keinen Morgen geben, weil die sollen ja nur das Ding in der Position halten, mehr nicht. So, die Schraube ist raus. Übrigens, wenn es euch hilft, könnt ihr so ein kleines Teil hier benutzen. So, kleine Mini-Knarre. Und gegebenenfalls diesen Schalter hier abklemmen, also den hier, damit ihr da besser dran kommt. Abklemmen lässt er sich, indem ihr auf diesen kleinen Bügel mit der Nase einfach drauf drückt. Ich hoffe, man kann das gleich sehen. Also ihr drückt quasi drauf und zieht ihn dann ab. Und dann mit leichten Wankbewegungen das Teil hier rausziehen. Denkt dran, da kommt auch ein bisschen Getriebeöl raus. Also ungefähr so viel. Ne? Also trotzdem die Unterlage dort lassen und ja, sieht ein bisschen schwarz aus, das Getriebeöl. Sollte immer gewechselt werden. Das sind die Anschlüsse. Das sind halt die Anschlüsse von dem Getriebeöl bzw. von dem Getriebe selber. Okay, und jetzt vergleichen wir die beiden miteinander und bauen dann entsprechend das neue ein. Ihr müsst natürlich das Getriebeöl nachher nachfüllen, also den Getriebeölstand auffüllen. Das macht ihr dann am Getriebe. So, wir gucken mal, ob es da signifikante Unterschiede gibt.
Bär made in Germany. Bär, hier ist das Made in Germany weg. Hier ist das BMW-Zeichen mit dem mit der Teilenummer. PS GF40. PSG 40 und das Teil ist nicht da. Gut, sollte wohl passen, denke ich mal. Dann baut ihr das in der entsprechenden Reihenfolge wieder ein. Ich habe jetzt das neue Thermostat mit einer Schraube arretiert und werde von oben jetzt den Zugang von dem Getriebeöl ranschrauben. So, nachdem ihr das handfest angezogen habt, also den Zugang zum Öl, übrigens so ein Schlüssel hilft da schon ganz gut. Ihr könnt natürlich auch eine lange Verlängerung nehmen und ich sag mal einmal komplett von da unten hin bis da durchziehen, aber das hat jetzt mit dem Schlüssel auch ganz gut geklappt. Vergiss natürlich nicht den Anschluss hier wieder dran zu machen, den vom Ölfiltergehäuse. Einfach unten dran machen und bis es einrastet, einklinken. So. Und danach macht ihr die drei Schrauben an dem Wärmetauscher dran und fest, auch wieder handfest, und macht die Schläuche dran. Und dann müssen wir den Ölstand im Getriebe prüfen. So, die drei Schrauben sind dran geschraubt. Die und da oben wieder mit der Hand ein wenig erfüllen und dann anziehen mit der Ratsche. Ja, und dann die Schläuche hier dran. Eine habe ich schon dran gemacht. Den nächsten hier einfach dran machen. Die Sperre, also die Schnalle da, die müsst ihr natürlich auch danach festmachen. So, macht die Schnalle fest und rüttelt mal ein bisschen daran rum und guckt, ob diese Sicherung quasi arretiert ist. Und danach könnt ihr die Schläuche abnehmen, sodass das Wasser wieder reinkommt. Das heißt, ihr müsst auch Kühlmittelflüssigkeit ein wenig nachfüllen. Und dann müssen wir auch das Getriebeöl, den Getriebeölstand überprüfen. Nach möglichst alles mit einem Bremsenreiniger soweit sauber machen, damit ihr nachher eventuell erkennen könnt, irgendwelche feuchten Spuren von Öl oder von Wasser austreten, sollte irgendwas doch undicht sein. Um das Getriebeöl zu überprüfen, beziehungsweise den Ölstand des Getriebeöls zu überprüfen, müsst ihr als erstes die große Verkleidung lösen. Danach löst ihr noch die Thermoschutzverkleidung hier auf der Beifahrerseite. Und dann seht ihr auf der rechten Seite, also auf der Beifahrerseite hier, die Schraube für den Ölabgleich. Also die hier. Da müsste ein 6er oder 8er Inbus sein. Die müsst ihr lösen. Das Anzugsdrehmoment blende ich euch im Bild ein für später, damit ihr das richtig anziehen könnt. In dem Fall ist es jetzt ein 8er Inbus. Und dann das Ganze lösen und versucht es wirklich erstmal zu lösen, bevor ihr irgendwas anderes startet. Es gab schon welche, die das halt nicht geschafft haben, es zu lösen, weil sich, was weiß ich, die Schraube drin abgedreht hat oder sonst noch was. Und ja, und haben aber schon irgendwelche Manipulationen halt durchgeführt. Ne? Also, ich habe es jetzt gelöst. Jetzt ziehe ich es wieder an. Lass den Motor kurz laufen. Schalte das Getriebe ein bisschen durch, damit die Luft, die ja hier im Wärmetauscher noch drin ist, die ausgeglichen wird. Also quasi, dass die Pumpe vom Getriebe einmal das Ganze hier durchspült. So, dann werde ich das Getriebe, also die Schraube hier wieder lösen, aufmachen, gucken, ob da was rauskommt, wenn nicht, nachfüllen, dann wieder zumachen, dann alles nochmal durchschalten, die richtige Temperatur, erwarten auf die richtige Temperatur des Getriebeöls und dann nochmal kontrollieren. So, danach startet ihr mit der Software den Ölstandsabgleich.
Also kann auch nur durchgeführt werden, wenn der Motor in Leerlaufdrehzahl ist, zwischen 500 und 800 Umdrehungen, also ganz normal Leerlaufdrehzahl. Getriebetemperatur, Öltemperatur muss zwischen 30 und 40 Grad sein. Dann wird gefragt, warum wir diesen Abgleich machen. Ja, weil wir ein Bauteil ausgetauscht haben, also nicht die Mechatronik in dem Fall. Fahrzeug auf die Hebelschiene stellen und anheben, bis die Räder frei sind. Jo, haben wir gemacht. Feststellbremse betätigen. Haben wir. Ölschraube nach Vorschrift entfernen. Das haben wir auch gemacht. So, und jetzt werden wir einmal den bei stehendem Motor einmal das Getriebe nachfüllen, also mit dem Öl. Ich werde das ganz einfach mit so einer Spritze machen. Also ich werde das jetzt nicht aufnehmen. Ich denke mal, das ist ja einfach erklärt. Mit der Spritze nachfüllen, dann starte ich den Motor und dann fülle ich nochmal nach, bis das so ein bisschen runtertröppelt. In meinem Fall werde ich jetzt mit diesem 6 HP Öl auffüllen. Ich habe das noch da gehabt. Einfach mit so einer Spritze. Und ja, wie vorhin beschrieben. Ein Tipp von mir, überspringt mal den Teil mit Motor aus und Ölablassschraube aufmachen und dann ja, quasi auffüllen, weil da kommt eh Öl raus. Startet sofort den Motor, öffnet die Ölablassschraube und füllt dann Öl nach. Also sonst kommt da was raus und dann startet ihr den Motor letztendlich und dann müsst ihr dann doch wieder nachfüllen. Das macht ja keinen Sinn. So, dann klicken wir auf Weiter. So, jetzt wird die Öltemperatur angezeigt. Die muss zwischen 30 und 40 Grad liegen. Aktuell ist sie bei 41 Grad. Müssen wir eventuell mal ein bisschen abkühlen lassen. So, jetzt müssen wir warten, bis die Öltemperatur ja, abgekühlt ist. Dann geht es erst weiter mit dem nächsten Schritt. Wir sind jetzt bei 41 Grad. Und die Temperatur muss zwischen 30 und 40 Grad haben. So, der Wagen läuft. Getriebeöl, Befüllschraube ist ab und jetzt fragt er, ob das Getriebeöl dort nachläuft. Machen wir auf Nein. Und unten weiter. So, jetzt befüllen wir nochmal das Getriebe, bis da so ein bisschen was ausläuft. So, Öl haben wir jetzt nochmal nachgefüllt, bis es so ein bisschen tröppelt. Und die Getriebeölschraube zugemacht. Mit dem entsprechenden Drehmoment. Weiter. Tritt ein bisschen Öl in den Ring aus. Jo. Passt. Überflüssiges Öl ablaufen lassen. Ja. Und damit wäre halt der Abgleich für den Ölstand vollendet. Und damit wäre der Tausch von dem Wärmetauscher des Getriebeöls, also des Automatikgetriebe, vollendet. Ein bisschen Wasser nachfüllen gegebenenfalls, wenn da noch ein bisschen rausgekommen ist. Also ansonsten war es das. Hoffe, das konnte jemand helfen.